Hallo und herzlich willkommen. Für heute haben wir für euch ein Muster vorbereitet. Sockenmuster, sogenannte Flechtmuster. Ich habe hier angefangen mit diesem Muster, Socke, wo ich auf jeder Stricknadel 12 Maschen habe. Das heißt, ich habe insgesamt 48 Maschen. Diese Muster kannst du bei mir bekommen in 5 Größen. Das heißt, mit 48 Maschen, das ist das, was wir heute hier zusammen stricken, dann habe ich die Größe 52 Maschen, Größe 56 Maschen, 60 Maschen und 64 Maschen. Heute zeige ich dir nur die Größe mit 48 Maschen, das heißt 4×12 Maschen haben wir jetzt. Und ich stricke das aus Baby Merino in der Stärke 3 mm und mit Stricknadel in der Stärke auch 3 mm. Die Skizze für diese Muster, für 48 Maschen, das heißt das, was wir jetzt hier zusammen stricken, kannst du dir bei Facebook kopieren und ausdrucken. Das ist diese Muster, was wir heute zusammen stricken. Die anderen Größen, wenn du die brauchst, kannst du mir schreiben. Ich gebe euch gleich, wenn ich das alles fertig habe, kannst du auf meinem Kanal Info die E-Mail-Adresse von mir finden. Wir fangen jetzt an mit der ersten Reihe. Wie du siehst, bei diesem Muster haben wir nur rechte Maschen. Das sind die, die ich hier in Rot gezeichnet habe. Und die in Blau, das sind die linken Maschen. Für Socken mit 48 Maschen, das ist die, die wir jetzt zusammenstricken, haben wir 12 Maschen auf jeder Stricknadel und es besteht aus 12 Reihen nach oben. Wir haben natürlich bei Socken keine Randmaschen und wir stricken nur immer auf der rechten Seite. Da wir hier, wenn wir mit Nadelspiel stricken jetzt, so wie jetzt, haben wir natürlich keine linken Seiten. Wir haben die linke Seite erst bei der Ferse. Wenn du das mit 2 Stricknadeln strickst, natürlich sieht das dann anders aus. Wir fangen an mit der ersten Reihe. Ich habe hier in dem Fall, das sage ich euch vielleicht noch, ich habe hier ganz kleine Bündchen gestrickt. Du kannst das natürlich breiter machen. Das ist, das machst du so, wie du am liebsten magst. Ich habe hier ein Bündchen mit 2×2. Das heißt 2 rechte Maschen und 2 linke Maschen und so weiter. Jetzt stricken wir 4 Runden. Ich stricke die 4 Runden erstmal zusammen mit euch. Danach stricken wir, ab der zweiten Reihe stricken wir zusammen nur eine Stricknadel. Die restlichen 3, die kannst du alleine stricken. Dieses Muster ist auch für Anfänger, kann man sagen, geeignet, da es nur aus rechten und linken Maschen ist. Die erste Runde. Da stricken wir jetzt 2 Maschen rechts. Eine Masche rechts und die zweite Masche rechts. Danach haben wir 8 linke Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8 und wieder 2 rechte Maschen. Das war unser erster Rapport, unsere erste Stricknadel.
Die zweite Stricknadel fangen wir wieder an mit zwei Maschen rechts und acht linke Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und die letzten zwei Maschen stricken wir wieder mit zwei rechten Maschen. Das war die zweite Stricknadel. Die vierte wiederholen wir wieder. 2 rechts, 1, 2 und 8 links. 3, 5, 6, 7 und 8. Und die letzten zwei Maschen sind die rechten Maschen. Das war die dritte Stricknadel und jetzt die letzte, vierte, 2 rechts und 8 Maschen links. Und die letzten zwei Maschen wieder sind die rechten Maschen. Das war die erste Runde. Bei Socken oder Stulpen oder Handschuhen nennen wir das Runden. Und jetzt fangen wir an mit der zweiten Runde. Und die zweite Runde stricken wir genauso wie die erste. Das heißt, wir gehen jetzt hier, wie du siehst, auf der Skizze kannst du das ganz gut sehen. Wir haben bis zur vierten Reihe oder bis zur vierten Runde, wiederholen wir immer das. Erste, zweite, dritte und vierte wiederholen wir immer. Dann die fünfte und sechste stricken wir nur rechte Maschen. Und dann siebte bis zehnte wieder haben wir am Anfang. Dann haben wir am Anfang linke Maschen, in der Mitte rechte und linke und 11. und 12. nur rechte Maschen. Wir stricken jetzt zusammen die zweite Runde eine Stricknadel nur. Das heißt, wir stricken jetzt zwei Maschen rechts, das ist die zweite Runde, und 8 Maschen links. 8 linke Maschen. Ich muss das ein bisschen locker machen, weil ich habe die Masche ein bisschen zu fest hier gemacht. Ja. Jetzt kommen 8 Maschen links. Ich stricke das die Stricknadel zu Ende. Die letzten zwei Maschen würden die rechten Maschen. Die restlichen kannst du nach der Skizze alleine schon stricken. Und dann strickst du die dritte und vierte Runde, so wie die erste. Das heißt, das Ganze wiederholt sich, bis du fertig bist mit der, Moment, mein Mann ist wieder eingeschlafen, er sollte das machen. Du strickst erste, zweite, dritte und vierte nach der Skizze, so wie das bei der Skizze ist. Und dann stricken wir fünfte und sechste zusammen und kommen dann zur siebten Reihe. Wir kommen jetzt zur fünften Reihe. In der fünften und sechsten Reihe stricken wir nur rechte Maschen. Wir stricken jetzt ein Rapport, das heißt, wir stricken jetzt nur eine Nadel zusammen. Die restlichen drei kannst du alleine stricken. Das ist jetzt die Runde 5. Jetzt sind wir bei der fünften Runde. Das war ein Rapport und jetzt die drei restlichen Stricknadeln, die strickst du alleine nur rechte Maschen. Jetzt haben wir die sechste Runde und auch die sechste Runde stricken wir nur alle vier
Alle vier Stricknadeln werden rechts abgestrickt. Wir stricken nur rechte Maschen. Das ist jetzt die sechste Runde und die sechste Runde ist genauso wie die fünfte, das heißt nur rechte Maschen. Alle vier Stricknadeln werden mit rechten Maschen abgestrickt. Und jetzt noch die zwei restlichen. Wir sind jetzt bei der siebten Runde und jetzt stricken wir vier Maschen links, vier Maschen rechts und wieder vier Maschen links. Wir fangen an mit vier linken Maschen. Eins, zwei, drei und vier. Und dann haben wir vier rechte Maschen. Zwei, drei und vier. Und dann kommen wieder vier Maschen links. Eins, zwei, drei und vier. Und das wiederholen wir jetzt auf der zweiten Stricknadel. Wieder kommen vier Maschen links. Eine Masche, zweite, dritte und die vierte. Und wieder haben wir vier rechte Maschen, drei und vier und vier nach links. Zwei, drei und vier. Weiter die dritte Stricknadel. Vier links, eins, zwei, drei und vier. Vier rechts. Und vier links. Zwei, drei und vier. Und wir haben jetzt die vierte Stricknadel mit vier Maschen links. Wir fangen an, das ist jetzt die Reihe 7 oder Runde 7 und vierte Stricknadel. 1, 2, 3 und 4 und 4 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4 und die letzten 4 Maschen stricken wir nach links. Das ist die vierte Stricknadel in der Runde 7. So, jetzt kommen wir, jetzt muss ich das natürlich wieder alleine machen, jetzt kommen wir zu Runde 8, 9 und 10. Und die 8., 9. und 10. stricken wir genauso wie die 7. Das heißt, wir stricken jetzt weiter 4 Maschen links, 4 rechts, 4 links bis 10. Runde. Wir haben jetzt die 10. Runde fertig und jetzt kommen wir wieder zu zwei Runden, wo wir nur rechte Maschen stricken. Das heißt, in der 11. Runde stricken wir alle vier Stricknadeln von unserem Nadelspiel rechts. Da würden alle Maschen rechts abgestrickt. Ich zeige dir das noch vielleicht, weil wir haben hier in der letzten 10. Runde die vier linke Maschen und dann vier rechte und so weiter. Ich zeige dir, wie wir die linken Maschen, wenn wir jetzt hier sind, bei der... Moment, ich muss das... So,
Wir haben jetzt hier als erste die vier linken Maschen, danach haben wir die rechten Maschen. Wie ich das stricke jetzt, wenn da erscheinen jetzt die linken Maschen und ich muss jetzt natürlich die ganze, die alle 12 Maschen rechts stricken, dann, wenn hier erscheinen linke Maschen, dann steche ich hier von vorne, von der linken Seite hier. Ich hoffe, das ist richtig zu sehen. Und nochmal, so. Hier von der linken Seite und hole den Faden. So stricke ich die Maschen rechts, wenn die hier als linke erscheinen. Und noch einmal, hier von der Seite, nein, das sind linke, ich habe, siehst du, ich habe schon jetzt euch das falsch gesagt. Hier von der Mitte, so, hinter, hier stricke ich die, dass ich hier reinsteche. Ich hoffe, du kannst das sehen. Ich habe da so, hier und dann stricke ich die nach rechts. Und noch einmal und rechts. Dann die vier hier, was wir vier rechts erscheinen, die stricke ich jetzt hier von der Seite. So ist das besser zu sehen. Da steche ich von der Seite hier und hole den Faden. Und noch einmal und hole den Faden. Und jetzt erscheinen wieder vier linke Maschen und hier steche ich von der Seite, von hinten sozusagen und hole den Faden. So. Und das sind jetzt, das ist jetzt die zweite Stricknadel in der Reihe 11 und so stricken wir auch die restlichen zwei Stricknadeln. Das heißt, wir stricken diese Runde und die nächste Runde 12 nur rechte Maschen. Und jetzt die vier, die hier als rechte erscheinen und die nächsten vier Maschen auch nach rechts. Das war jetzt die zweite oder die dritte. Die dritte Stricknadel. Und jetzt kommt die letzte, die vierte. Und die stricken wir auch alle Maschen nach rechts. So, und dann als letzte ist die 12. Runde, das ist jetzt die letzte und auch hier kommen alle Maschen, werden nach rechts abgestrickt. Wir haben das schon fertig, das heißt, wir haben 12 Runden fertig gestrickt. Ich zeige, das sollen Socken sein, aber ich kann euch das so zeigen, wie das aussieht. Ich bin nicht so gut wie mein Mann mit diesem, mit der Kamera, aber es klappt. Siehst du, so sieht das aus, diese Flechtenmuster. Ich finde das ganz tolle Muster für, wie gesagt, für Stulpen oder Handschuhe, Socken.
Wie ich schon sagte am Anfang, ich habe jetzt diese Skizze hier, was ich euch für euch bei Facebook reinsetze. Die ist jetzt für Socken oder Stulpen, wo du die Maschenzahl hast auf jeder Stricknadel 12 Maschen, also insgesamt 48 Maschen. Die anderen hier, vielleicht kann ich das ausziehen, die anderen, die ich hier habe, die kannst du per E-Mail von mir erhalten. Das heißt, ich habe noch in 4 hier fertig, habe ich 4. Ich glaube, noch habe ich 68 Maschen. Muss ich gucken. Auf jeden Fall, die kannst du per E-Mail von mir erhalten. Das war's für jetzt, für diesen Moment. Ich würde weiter suchen nach Muster für euch. Und ich hoffe, das hat euch wieder gefallen. Und wenn du fertig mit deinem Projekt bist, dann würde ich mich freuen, wenn du irgendwann mir per E-Mail auch oder bei Facebook ein Foto schickst, was du aus diesem Muster gestrickt hast. Ich würde irgendwann auch einen Film machen, wo ich nur die Fotos von euch mit euren Projekten fertigstellen würde. Natürlich, wenn du mir das erlaubst. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, eure Mira.